Soderle. Wir haben. Naja, ich habe Rotom Bosch auf jeden Fall Max Speed und volles Speed Investment, Full HP gegeben. Ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, nur alles noch auf 70 gepackt und ich bin jetzt sehr gespannt, wie das laufen wird. Ich calle immer noch, da wird jetzt irgendwas mit Hagel im Lead sein. Weil Brokkolos das letzte Mal da auch im Lead war. 3 Millionen Prozent call ich das. Und ich behalte recht. Ich behalte einfach recht. Ich sag, es war ein bisschen obvious. Ein bisschen. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall das Wetter an irgendeinem Punkt wegbekommen. So, jetzt kann natürlich ein Freeze Dry kommen. Auch wenn ich eher mit einem Aurora Whale rechne. Wir könnten uns hier mit Snorlax setupen. Ich habe ein bisschen Angst vor einem Encore. Weil ich glaube, das Ding kann das auch. Ich glaube, es spricht erstmal nichts dagegen, Florges reinzuschicken. Florges wird in diesem Kampf wahrscheinlich nicht so viel machen können, dadurch, dass Synthese momentan gar nichts machen wird. Es kommt direkt der Aurora Whale. Das war zu erwarten oder ist zu erwarten gewesen. Und der Hagel fällt. Okay. Ja, ist alles. Ich weiß halt nicht, was danach so kommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier noch ein Siberio kommt. Und der maybe hier in dem Spiel auch Sheer Force bekommen hat, wie ein Vote White und ein Kampf-Pokémon ist. Und Blizzard ist offensichtlich die stärkste Attacke. Die hittet ja auch immer im Hagel. Ist jetzt keine große Überraschung zumindest. Okay, das heißt, wir haben jetzt gesehen, Aurora Way Blizzard. Höchstwahrscheinlich wird noch Mondgewalt oder Zauberschein drauf sein. Plus Gefriertrockner, sage ich. Könnte auch noch Zugabe, wie gesagt, sein, dass man maybe Ninetales nicht als Setup-Fodder benutzt. Ich denke, wenn das Ding Zugabe hat, dann drückt es das jetzt. Boah, die Robustheit wird auch angeknackst vom Magneton. Das finde ich nicht ganz so geil. Ich würde eigentlich gerne irgendwie herausfinden, ob der Gefriertrockner hat, wenn ich ehrlich bin. Weil ansonsten könnte man sich nämlich überlegen, dagegen gleich das Wetter zu ändern. Und danach ins Snorlax zu gehen. Das heißt, wir könnten. Okay, ich habe eine Idee, wie ich dieses Alola Ninetales, weil der ist nicht so strong, maybe ein Bit für mich abusen kann. So, geht auf Blizzard, das war klar. Sollte Rotom Bosch aber eigentlich echt gut überleben und wir kriegen ja dann auch nochmal Leech Seed Recovery. Ja, aber mehr Damage, als ich erwartet habe. Wir gehen jetzt ein bisschen Freeze ein, fällt mir gerade auf. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das finden soll. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Aber overall ist das erstmal okay. Wobei ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt schaffe, auf Ludicolo irgendwie zu kommen. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Weil Ludicolo muss ja dann wahrscheinlich eine Mondgewalt fressen, wenn der die hat. Und er hat offensichtlich kein Freeze-Dry. Aber müssen wir das trotzdem eigentlich. Ich meine, wenn da Siberio kommt. Und der Hagel ist ja permanent da. Ich habe keinen Switch in da rein. Der killt was eigentlich dann immer safe. Das heißt, ich glaube. Ich weiß nicht, ob es dumm ist, was mein Gedanke. Also mein Gedankengang gerade. Ich glaube aber, ich möchte jetzt in Ludicolo wechseln und muss hoffen, dass wir eigentlich diesen Move ganz gut überstehen, um das Wetter zu ändern. Ich weiß ja nicht, was so noch danach kommt, wogegen wir noch potenziell Wetter ändern könnten. Warum wechselt er jetzt auf Blizzard? Achso, weil er noch nicht weiß, dass wir Fickfett Snorlax sind, ne? Boah, das ist zu viel Damage. Wir müssen da wieder raus. Ja, das ist eine richtige Kackrunde. Das ist richtig kacke jetzt. Weil wir kriegen jetzt auch nicht mehr so viel Curse mit Snorlax raus. Das ist eigentlich auch richtig schlecht. Gefällt mir gar nicht, der Start. Gefällt mir ganz und gar nicht dieser Start. Ich überlege, ob ich überhaupt jetzt mit Snorlax noch setupen soll. I guess am Ende des Tages. Das Problem ist, dass halt auch Aurora Whale da ist. Also in Snorlax müssen wir so oder so. Da habe ich nicht wirklich einen anderen Play. Jetzt geht er auf den Mond gewalt, ich hasse es. Das Problem ist, ich will eigentlich möglichst schnell das Wetter wechseln, weil ich kann mir so gut Kampf Siberio vorstellen, dass das hier reinkommt danach. Und dass mir das halt dann einfach den Arsch aufreißt. Und Aurora Whale ist auch da. Ich habe die Runden nicht mitgezählt, wie viele Runden die Scheiße noch da ist. Können wir irgendwas jetzt wechseln, weil wir wissen, dass Mondgewalt kommt. Magneton bringt mir am Ende des Tages aber auch nicht wirklich viel. Plus verliere ich potenziell immer eine unnötige Robustheit. Ich glaube, ich gehe einfach auf Body Slam.
Maybe hätte man sogar einmal Slack offen sollen. Ich glaube, sogar einmal Slack offen wäre besser gewesen. Ja, ich bin gerade sehr unzufrieden, wie ich das spiele. Sehr, sehr unzufrieden. Das Ding sollte... Ich glaube, das wird es sogar... Ja, wollte gerade sagen, das tankt ja Body Slam, als wäre es nix. Boah, das gefällt mir gar nicht. Ich hoffe, dass Aurora Way wenigstens in der übernächsten Runde oder so weg ist, dass Leech Seed den jetzt... Also, dass jetzt noch nicht zu Ende ist. Sondern danach und der an Leech Seed died, dann können wir wenigstens mit einem vollen Snorlax hier rausgehen, dank Slack-Off wahrscheinlich und Leech Seed und Leftovers, alles drum und dran. Ich habe halt keine Ahnung, was da noch so kommt, ne? Das ist halt das Problem. Das ist halt das große Problem, ich habe keine Ahnung, was jetzt da dann noch kommt. Aurora Way ist zu Ende, das ist sehr gut. Aber wir müssen halt noch irgendwie irgendwann den Scheiß da wegbekommen. Und ich weiß noch nicht wie. Maybe kommt irgendwann Mon rein, wo ich einen Wish auf Kapaloris passen kann und deren Hit lebt und wir dadurch zu Raindance kommen. Das Problem ist aber auch, dass Raindance irgendwie den Gegner profitieren lassen kann, weil es ist immer noch Team Aqua, das heißt, die hat wahrscheinlich irgendwie Wasser-Pokémon. Krebutak. Okay, das ist tatsächlich auch eine Katastrophe. Ja, entweder gehen wir Magneton, der halt immer einen Move leben wird, aber wenn jetzt Abschlag kommt, habe ich gar keinen Bock, dem mein Item zu verlieren. Was wir machen könnten, wäre ein Pivot in Florges, um den Dark Move... Aber es kann auch ein Wasser Move kommen. Nee, ich glaube, wir müssen in Rotom Borsch. Ich glaube, uns bleibt nichts übrig. Und was drückt da? Bitte Wasser, bitte Wasser. Krabhammer, okay. Das ist definitiv der bessere Move für uns. Auch wenn der immer noch Tonnen macht. Immer noch Tonnen an Damage. Hagel kommt, der sollte... Also damit ist... Ich denke nicht, dass der Sash Krebutak ist. Das würde mich wundern. Und eigentlich sollte ich hier Ladungsstoß den immer killen. Deshalb glaube ich, gehe ich jetzt auch hier direkt auf den Ladungsstoß. Wenn er das jetzt überlebt, dann war es die dümmste Entscheidung meines Lebens. Aber es ist Krebutak, der hat eigentlich keine Spidef. Besser ist, okay. Krebutak damit direkt weg ist, denke ich, eine immense Gefahr. Gerade für sowas wie Snorlax und so. Was sehr, sehr gut ist. Und wir kriegen wieder Hagelsturm ab. Der ist ja egal, weil wir den mit Überresten wieder wegheilen. Dieser Hagelsturm geht mir so auf die Eier, ne? So, wer kommt jetzt? Ludicolo. Also Void wechseln müssen wir ja auf jeden Fall. Wir sind ja auch sicher schneller. Ich gehe jetzt einmal nicht von Random Scarf logischerweise aus. Das war echt wenig Damage. Die Frage ist, will ich gegen dieses gegnerische Ludicolo jetzt mein Item ändern? Nicht mein Item ändern, sondern mein Dings ändern. Ich glaube nicht mein das Wetter. Geht auf Ege... Boah, das ist nervig. Boah, das ist ja richtig nervig. Warum ist das ein Leech Seed Set? Okay, damit habe ich halt jetzt gar nicht gerechnet, dass der auf Ege-Samen geht, ne? Das missfällt mir gerade komplett, weil der kriegt halt... Boah, der kriegt so viel Recovery. Kann ich auf irgendwen einen Wish sinnvoll passen? Auf irgendwen. Ich würde ihn halt gerne auf Kea passen. Ich glaube, wir wischen einmal. Er geht auf Siedewasser, okay. Wenn der Siedewasser weiterhin drückt, was sein kann, aber nicht muss, dann ist natürlich mein Ludicolo der perfekte Play jetzt. Die Frage ist, will ich ein Ludicolo gegen Ludicolo Matchup, bei dem ich noch nicht mal weiß, welche Ability das Ding... Boah, das ist so ein... Der Kampf kotzt mich jetzt schon an. Vor allem, weil ich in das Siedewasser nicht mal mein... Naja, ist halt wieder komplett voll. Ich kann ja niemanden wirklich gut reinwechseln. Außer mein eigenes Ludicolo. Weil Snorlax darf nicht verbrannt werden. Sonst macht er auch nichts mehr. Ich glaube, wir müssen unser eigenes Ludicolo reinwerfen. Und dann maybe Gigadrain drücken bis kurz vor dem Tod von ihm. Okay, er geht auf Siedewasser sehr gut. Bitte... Einfach wieder kein Burn. Sehr schön. Und auch kein Burn. Das ist super sweet und den kann er wenigstens nicht Leech ziehen. Und das sollte richtig einen Batzen an KP für uns zurückbringen. Und ich glaube, jetzt ist es einfach nur Gigadrain gegen Gigadrain drücken, kann das sein. Hagelsturm ist halt da. Wir sind beide Level 70. Ich weiß gar nicht, ob ein offensives... Okay, wir sind maybe schneller.
ob Offensives gegen Defensives Ludicolo gewinnt oder nicht. Okay, das ist tatsächlich eigentlich nahezu guter Damage. Wobei, ja, er kriegt ja auch mit Giga Brain Recovery. Wie viel macht das? 234 auf? Boah, ist schon viel. Das ist schon echt viel Damage. Es kann sein, dass wir gegen den sogar irgendwas abwerfen müssen. So, wir können ja jetzt nochmal auf Gigasauger gehen. Oh, das ist ein Crit. Oh, der ist absolut lecker. Boah, der Crit könnte uns den Arsch retten. Die Frage ist, wie benutzen wir diesen Crit? Benutzen wir diesen Crit, um das Wetter zu ändern? Wie viel macht er uns jetzt? 204 auf? 104. Okay, entweder wir killen den jetzt. Oder wir ändern das Wetter und finishen ihn danach mit Snorlax oder so. Aber dann verlieren wir auch Ludicolo. Das wäre auch kacke. Ich habe keinen... Also wir könnten im Magneton noch gehen. Dann könnten wir Ludicolo keepen. Kriegen den Gigasauger ab. Der macht ja nicht viel Damage und sind im Normalfall schneller. Und bieten den dann. Allerdings verliere ich dann auch meine Robustheit, wo ich noch nicht weiß. Nee, das feiere ich nicht. Ich glaube, wir gehen auf Gigasauger. Wir killen den. Ich glaube, wir killen den einfach. Ich baue ein bisschen drauf, dass einfach nochmal was kommt, wogegen ich das Wetter ändern kann. Im besten Fall einfach jetzt hier danach. Das fände ich jetzt ein Träumchen, muss ich gestehen. Das wäre jetzt ein Träumchen, wenn hier nach einfach was kommt, wogegen ich das machen kann. Das fände ich sehr schön. Ich wüsste zwar jetzt nicht genau was, aber... Oh nein. Oh, nicht Mega Bibor. Wirklich, oh nein, nicht Mega Bibor. Was mache ich eigentlich gegen den? Also wir können im Magneton... Boah, nee, der könnte auch Bug Move drücken. Der wird halt Drill Run, U-Turn maybe sogar haben, Poison Jab, schieß mich ab, was noch. Ich sehe aber keinen anderen Player, als jetzt hier hoffen, dass der jetzt einfach P-Jab drückt. Bei Gott, bitte drück jetzt nicht den Bug Move, weil ich kann mir vorstellen, dass Drill Run mich einfach umnietet, mein Magneton. Ich meine, wir haben den Evoliten, wir sind physisch sehr bulky, aber es ist mega B-Drill. Bitte P-Jab, bitte P-Jab, bitte P-Jab. Okay, das heißt, wir leben auf jeden Fall einen. Ich hab den Hagel vergessen! Okay, das könnte jetzt richtig kacke sein. Wir gehen auf jeden Fall auf Void Wechsel. Ich muss das jetzt so machen. Er hat Drill Run, okay. Weil den Rotom Wash wechseln bringt mir ja auch nichts. Wobei hätte ich den immer wieder auf die Immunität. Das One-Shotted wirklich? Oh, ich dachte, mit Evoliten leben wir das. Oh, wir sind in so einer Kackposition. Wir sind in einer unfucking fassbar schlechten Position. Ja, Snorlax ist der Einzige, der noch was lebt. Der muss jetzt hier rein. Geht ja gar nicht anders. Wir sollen sonst rein. Wir brauchen eine Para. Para into Full Para wäre jetzt super sweet. Weil das wird auch über 50 machen. 3, 3, 4 auf. Actually hätten wir den maybe bieten können ohne den Crit. Super. Und auch keine Para. Mega geil. Super. Großartig. Ich meine, wir haben noch die Wasserschuriken. Also, Mega Beedrill kriegen wir weg. Aber ich habe halt keine Ahnung, was jetzt hier nach wieder für eine Kacke kommt. Und natürlich kriegt er auch so einen dreckigen Crit jetzt. Den ich überhaupt nicht gebrauchen konnte. Okay. Wer ist an dem Punkt, dass man das wir am wenigsten brauchen? Ich hasse es, dass Magneton gestorben ist. Ich hätte gesagt, Drillrun leben wir zumindest einen. Ist Florges der Least Worthy Member? Oder Kapaloris? Weil der da kann auch noch schneller sein als Monster, die danach kommen. Florges kann sich nicht mehr wirklich, glaube ich, in dem Match heilen. Ich glaube, an dem Punkt müssen wir Florges abwerfen. Leider. Und das Gute ist, dass nochmal Hagel... Also Hagel ist jetzt an dem Punkt gut, dass der halt das Beedrill runtergechippt hat. Aber da kommen halt noch Mons, ne? Das Ding ist, es ist noch nicht rum. Da kommen noch Mons. Also wir sind bei weitem noch nicht durch. Bei weitem noch nicht durch. So, Hagelsturm-Damage, okay. Und wir gegen den Greninja. Und Greninja drückt Wasserschuriken. Und ich hoffe, ich gehe davon aus, dass zwei eigentlich reichen sollten. Boah, das sieht ganz weird aus. Okay, Gott sei Dank. Und triggern damit immerhin auch mal Battlebond. Das ist auch ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob wir damit sogar schneller gewesen wären als Mega Beedrill. Ich glaube sogar nein. Hagel ist immer noch da.
Was macht er jetzt? Wer kommt jetzt? Ich habe keine Ahnung, es sind noch zwei Mons offen. Das ist halt das Problem. Impoleon. Naja, gut, ich weiß jetzt nicht, was der mir groß kann. Der kann Rotom Wash auch nicht groß was. Die Frage ist, wechseln wir jetzt? Wir könnten, glaube ich, gegen den in Ludicolo gehen. Und Raindancen, weil eigentlich sollte der wirklich gar nichts gegen mich haben. Und damit verhindern wir nochmal potenziell irgendeinen Slush Rushmon am Ende. Alola Sandama könnte auch kommen, würde uns jetzt, glaube ich, auch schon an dem Punkt Arsch aufreißen. Grassnot kommt, macht 100, macht viel zu viel Damage, what the fuck. Ich habe nicht gedacht, dass das so viel Damage macht. Ich glaube, ich muss trotzdem Raindance drücken für das Mon, was potenziell danach kommt. Er ist einfach schneller. Na! Das passiert jetzt nicht wirklich, oder? Okay. Danke für den Lärm auch draußen. Liebe ich. Kriegt Tagessturm-Damage immerhin. Er kriegt keinen Hagesturm-Damage. Na gut. Dann gehen wir jetzt in Rotom. Mit Rotom müssen wir Void wechseln, weil wir brauchen noch irgendwas für den Orden danach. Und dann... Was?! Oh Gott sei Dank leben wir das. Wie ist der schnell... Moment, wie ist der... Hat der Slush Rush als Ability? Sag mir jetzt nicht, dass das Ding Slush Rush als Ability hat. Weil das wirkt nämlich gerade so. Deshalb kriegt er nämlich maybe auch kein Hagel-Damage. Oder ist das ein... Das ist aber kein Eis-Pokémon. Ja, wir gehen halt auf Dark Pulse, ne? Was soll ich denn machen? Grassnot sollten wir ganz gut leben, weil wir nicht so schön... Cool. Ash Greninja ist jetzt auch tot. Ich hoffe mal, der nimmt noch einen Kill mit. Ja, und jetzt kommt es einfach nur noch darauf an, was das letzte Mon ist. Bei Ash Gren ist jetzt auch tot. Mega geil. Liebe ich ja. Bin ich begeistert. Bin ich offensichtlich, ganz ersichtlich begeistert. Weil der ist Gigalow. Ich hoffe, es ist... Ich wünschte, es wäre jetzt irgendwas wie Krebutak oder so. Das kannst du wem anderen erzählen. Das kannst du wem anderen erzählen. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Wieso denn ein Pixie? Wir kriegen natürlich auch nicht mal den scheiß Freeze. Cool, Rotom tot. Nicht den Freeze, sondern die Para. Ich glaube, wir dahin hier einfach wieder. Also mit Para wäre Snorlax maybe schneller gewesen. So kann ich noch hoffen, dass Snorlax irgendwie Blizzard lebt, aber das wird halt nicht passieren. Was ist denn das für eine Rotze? Also jetzt mal ganz kurz. Jetzt mal ganz kurz hands down. Was ist das für eine... Okay, calm-minded. Es könnte katastrophal sein, es könnte auch okay sein. Und dieser Kampf geht halt gefühlt 20 Minuten schon. Das heißt, das wird wieder ein XXL-Part. Mega geil. Ich habe nicht gedacht, dass mir der Scheiß hier so den Hintern versohlen wird. Und er hat natürlich Überreste. Warum sollte das Ding auch keine haben? Und hat halt auch Magic Guard. Ich glaube, wir müssen nochmal Slack offen. Er geht nochmal auf Comment. Dann wäre jetzt Angreifen eher angebracht gewesen. Und dann muss ich auf Body Slam gehen und auf Paras gehen. Hätten wir Fassade gehabt, hätten wir maybe das Ding einfach sweepen können. Weil dann wäre meine Option... Da, ich glaube, ich habe das auch gesamt ein bisschen weird gespielt. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwas dran geändert hätte, weil Mega Beedrill mir einfach den Arsch komplett aufreißt. Wirklich komplett. Und ich weiß nicht, ob wir was auf der Box haben, um das zu bieten. Blizzard kommt. Wenn Blizzard die einzige Angriffsattacke von dem Viech ist, bin ich zufrieden. Aber ich glaube, der drückt einfach nur Blizzard, weil es sein stärkster Move gerade ist. Mit Fickfett leben wir das. Komm, Para, bitte, 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 bitte. Oh mein Gott, ich brauche einmal in meinem Leben brauche ich Glück. Ein einziges Mal. Das stimmt nicht, aber trotzdem. Bitte lass das jetzt einfach aus irgendwelchen Gründen Mono Blizzard Clefable sein. Aber der hat 100% noch Mondgewalt und einen Recovery Move. Wahrscheinlich Weichei oder so. Deshalb, wir brauchen diese Para. Okay, doch. Weiter Blizzard. Das irritiert mich jetzt. Sollte ich cursen? Hat der nur Blizzard? Para? Mmh.
Okay, maybe sind wir doch noch nicht down. Maybe sind wir doch irgendwie noch im Game. Ich weiß noch nicht, wie genau. Aber maybe sind wir doch noch im Game. Ich hasse mein Leben. Ich kann doch nicht schon wieder dran schreiben an dem Part Softboy. Das war klar, dass er sowas hat. Wenn er aber jetzt weiterhin... Ich glaube, ich... Also, ich würde ihn halt eigentlich gerne mal paaren, damit er potenziell auch einfach 0 Runden bekommt. Das ist halt so die Sache. Oder ich curse jetzt. Und entweder spiele ich gleich auf die Para, oder ich spiele darauf, dass er halt wirklich nur Blizzard hat. Und ich glaube, erstmal auf Para zu spielen, ist die bessere Variante. Und dann muss ich cursen, weil ansonsten AP-steuert er mich nämlich. Das heißt, wir gehen nochmal auf Body Slam. Er geht weiter auf Blizzard. Das heißt, ich glaube, wir spammen jetzt hier Body Slam an dem Punkt. Was anderes geht, glaube ich, auch gar nicht. Oder wir bitte einfach jetzt direkt die Para, bitte. Okay, das war der dritte. Und jetzt wird gesetupt mit Curse. Oh mein Gott, ich habe gerade seinen letzten Move gesehen. Es ist Flammenwurf. Wir können das gewinnen. Wir sind nämlich schon auf plus 3 mit Body Slam. Oh mein Gott, ich glaube, wir gewinnen das noch. Snorlax, mein Geiler. Das hätte P2 im Übrigen nicht gewonnen, das Matchup. Das hätte P2 verloren. Um hier mal kurz Snorlax Appreciating Post zu machen. Ich will jetzt einmal kurz gucken, wie viel Body Slam jetzt macht. Für macht Body Slam. Wir haben dann noch High Horsepower in the Bag. Ich glaube, das können wir gewinnen. Body Slam, wie viel macht das? Komm, über 50, über 50, über 50, über 50. Weit über 50. Weit über 50! Okay, we're in it. We're in this. Ich glaube, Snorlax dreht das ganze Ding gerade rum. Ich weiß bei Gott noch nicht, wie er das dann angestellt hat, aber ich glaube, er stellt es gerade an. Wir haben viel zu viele gute Monstern verloren. Er geht nochmal auf Flambo. Das war's, glaube ich. Ich glaube, selbst wenn er mich burnt, ist der jetzt dead. Er ist dead! Ich bin durchgekommen! Ich habe niemals erwartet, dass ich hier noch durchkomme, bin ich ehrlich. Ich glaube, hätte der einfach Mondgewalt gehabt, hätte der gewonnen. Aber weil er Flammenwurf Blizzard hat, konnte Kreine ihn komplett wegbohren, dank Fickfeld. Ey, was war das denn? Was in Gottes Namen war das denn schon wieder? Ich kann das nicht mehr. Ich will das auch einfach nicht mehr. Was ist... Oh ja, super. Und dafür kriegen wir Castform. Welch mächtiges Pokémon. Großartig. Danke. Guckt euch das an. Guckt euch an, was für geile Pokémon hier gestorben sind. So viel Wichtiges, so viel Gutes. Einfach weg. Einfach tot. Ich pack's nicht. Und guckt euch den zum Großteil Haufen Scheiße an, den wir noch auf der Box liegen haben. Da ist fucking Ankiller, das Formeo, was auch immer ich mit dem Scheißviech anstelle. Wir haben halt jetzt nichts mehr zum Wetter verändern. Wir haben kein Wish mehr, kein Leech Seed mehr. Nichts, was gigaschnell ist oder so. Ich bin gespannt, weil im nächsten Part haben wir den Maike-Kampf, ne? Das heißt, bis dahin muss ich mir ein Team ausdenken, mit dem ich denke. Zumindest denke. Gegen die zu gewinnen. Und meine ganzen Mons gefühlt gegen Wipke sind jetzt auch verreckt. So Magneton, Greninja, Rotom Wash. Auch alle dead. Ja. Cooler Squad, oder? Freunde, cooler Squad. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.